Ein herzliches Grüß Gott an alle und ich freue mich, dass Sie zu meinem Vortrag gekommen sind. Quantenphysik und Transzendenz, das hört sich jetzt erstmal etwas sehr abgehoben an, aber ich verspreche Ihnen, es taucht hier keine einzige Formel auf und der Untertitel sagt ja bereits, wie alles mit allem verbunden ist, dass es auch sehr verständlich werden wird. Ja, was Sie hier sehen, ist ein wunderschönes Foto, aufgenommen in Alaska im letzten Herbst und das ist wunderschön, das Polarlicht zu sehen. Eingespiegelt sind hier die einzelnen Sternzeichen und diese Aufnahme zeigt bereits, auf welche wundersame Weise wir mit dem gesamten Kosmos verbunden sind, denn dieses Polarlicht wird ja hervorgerufen durch feine Partikel, die auch von der Sonne herkommen, die geladen sind und sowohl auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel, auf den Spuren des irdischen Magnetfeldes folgen. Ja, und wir als Menschen stehen sozusagen mittendrin. Wir sind Teil eines kosmischen Prozesses, auf den ich nachher noch etwas ausführlicher eingehen werde. Und ich werde Ihnen noch zeigen, dass die Distanzen, die uns mit dem Universum verbinden, im Grunde genommen ziemlich unbedeutend werden, wenn wir uns auf die Spur der Quantenphysik auch begeben. Denn dort finden Phänomene statt, von denen sich buchstäblich unsere Schulweisheit bis vor kurzem noch nichts erträumen ließ. Und gerade auch, obwohl die Quantenphysik bereits in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen entdeckt wurde und beschrieben worden ist, ist man erst heute einigen Phänomenen auf die Spur gekommen, um hier wirklich auch zu einem ganzheitlichen Verständnis zu kommen. Ich möchte deswegen heute auch einen neuen Begriff einführen, nämlich den der ganzheitlichen Quantenphysik. Ich glaube, der ist vorher noch nicht verwandt worden. Ich bin selber gespannt darauf, wie schnell er die Runde macht. Gut, das ist hier eine ganz alte Darstellung. Das geht noch ein bisschen zurück, eine mittelalterliche, zeitgenössische Darstellung, wie ein Mensch versucht, hier die Himmelssphäre zu durchdringen und ist noch geprägt von dem ptolemäischen Weltbild, dass hier die Erde im Mittelpunkt steht und eine riesige Maschine und dieser Mensch ist gerade dabei, diese Maschine dort zu sichten, mit großer Mechanik dieses gesamten Himmelsprozess sozusagen in Gang hält. Was dazu führte, dass wir als Menschen immer, sie waren es immer nur gewohnt auch, in kausalen Dimensionen zu denken. Ich bezeichne es mal auch als kausale, als naive Kausalitätsfalle. Denn die Kausalität ist die Vorstellung, dass jedes Ereignis durch ein vorangegangenes Ereignis hervorgerufen wird. Das heißt also, dass ein Wirkungszusammenhang existiert zwischen Ereignissen oder Erscheinungen in der Art und Weise, dass ein Ereignis A unter bestimmten Bedingungen ein Ereignis B hervorruft, wobei die Ursache der Wirkung zeitlich vorausgeht und B niemals eintreten darf, ohne dass vorher A eingetreten ist. Beispiel: Das Auto hält an, weil ich auf die Bremse getreten habe oder etwas anderes gemacht habe. Ich komme später nochmal drauf, wieso diese Einstellung so ein bisschen naiv ist. Jetzt kommen wir in die neuere Zeit und zwar auf die ganze Mechanik, Naturalistik. Und der Gründer dieses Denkens bzw. der entscheidende Zusammenhänge entdeckt hat, war Isaac Newton. Und eine Legende besagt, er stieß auf das Gravitationsgesetz, indem er unter einem Baum saß und ihm etwas schmerzhaft ein Apfel auf den Kopf fiel. Newton ist der Begründer der sogenannten klassischen Mechanik. Damit begann das Zeitalter des Materialismus. Die Welt war eine Maschine, quasi ein Uhrwerk geworden, berechenbar, nutzbar und beherrschbar. Man glaubte später noch, also, dass man das Paranormale und so weiter hatte in diesem Materialismus überhaupt keinen Stellenwert mehr. Es wurde als Humbug abgetan und auch der Atheismus hat in dieser Zeit natürlich auch stark im Inbegriff, im Begriff zu wachsen. Und man kann das sozusagen, Materialismus und Atheismus hängen auch stark zusammen. Aber ich will Ihnen heute keinen religiösen Vortrag halten, sondern vielmehr darauf hinweisen, dass, wie sich denn später zeigte, im 20. Jahrhundert auch, gut, Newton hat zwar die Bausteine, die Grundsteine der klassischen Mechanik gelegt,
Er war der Erste, der immerhin die Bewegungsgesetze formulierte, die wirklich universell gültig waren, sowohl als auf der Erde als auch in kosmischen Dimensionen. Aber erst Albert Einstein hat gezeigt mit seiner Relativitätstheorie, dass Newtons Mechanik, die unserer vertrauten Erfahrung auch entspricht. Wir lernen ja von Kindheit an auch die Welt so zu sehen, wie sie ist, also wie wir sie erleben und so weiter. Dass eben dieses Ursache-Wirkungsprinzip da ist. Damit begreifen wir die Welt, unsere Dimension. Aber diese Mechanik ist letztendlich lediglich ein Spezialfall. Und das hat Albert Einstein gezeigt. Aber die Mechanik funktioniert natürlich im Alltag gut, weil wir hier natürlich uns immer in Geschwindigkeiten bewegen, die niemals relativistisch wären im Sinne Einsteins. Und deswegen Phänomene der... wo kommt das her? Ja, hier, weiß nicht, ob der amerikanische Geheimdienst schon mithört, aber... Ja, die sind überall dabei, ja. Nicht? Und die Relativitätstheorie von Einstein, die tritt in der uns vertrauten Dimension, spielt sie keine Rolle, weil wir ganz einfach hier Geschwindigkeiten haben und Effekte, wo die Newtonsche Mechanik zutrifft, obwohl sie nur sozusagen ein spezielles Fenster der Realität auch beschreibt. Ich will Ihnen das mal ganz kurz sagen, aber dann gehe ich schnell weg von der Relativitätstheorie, weil es eigentlich auch nicht unser heutiges Thema ist, aber ich muss es einfach mit anführen. Das ist nämlich so, hier sehen wir einen Himmelskörper wie die Erde und was wir dort als Netz sehen, das ist die sogenannte Raumzeit. Und es ist tatsächlich so, dass Zeitabläufe in der Nähe großer Massen anders stattfinden. Das heißt konkret, wenn ich große Massen habe, dann laufen Uhren langsamer, weil die Zeit langsamer abläuft. Das ist bei einem Planeten wie die Erde, das ist ja übertrieben dargestellt, da ist es noch relativ gering, die Effekte, da geht es um relativ kleine Unterschiede. Wenn sich aber hier anstelle der Erde ein schwarzes Loch befinden würde, dann hätte das ganz dramatische Folgen, weil im Zentrum dieses schwarzen Loches steht die Zeit still. Also das sind also Effekte, die sind ganz gewaltig, spielen aber für unser Alltagsleben keine Rolle. Jetzt kommen wir allmählich mal zur Quantenphysik. Die Relativitätstheorie ist natürlich zweifelsohne eine der Säulen der modernen Physik und ihre Gesetze bestimmen weitaus besser als die Newtonsche Mechanik das kann oder sagen wir besser, wo die Newtonsche Mechanik einfach versagt, was auf großräumigen Skalen im Kosmos geschieht. Es gibt aber noch eine weitere grundlegende Säule, das ist die Quantentheorie. Und die beschreibt zunächst einmal das Verhalten der Materie auf mikroskopisch kleinen Dimensionen. Ja, was machen wir nun? Ja, hier ist dieser arme Mensch, der sieht seine Erfahrungswelt, Klammer Newtonsche Mechanik, auf der einen Seite die großen kosmischen Dimensionen, Relativitätstheorie und links daneben den Mikrokosmos, die Quantenphysik. Und wir sitzen als Individuen buchstäblich zwischen den Stühlen. So, jetzt sind wir endgültig beim Thema Quantenphysik. Ich sage, keine Angst, es gibt auch keine Formel heute. Und wer über die Quantentheorie nicht entsetzt ist, der hat diese nicht verstanden. Ja, also, wenn jemand von Ihnen entsetzt ist, ist er in guter Nachbarschaft. Niels Bohr, Nobelpreisträger für Physik, hat diesen Satz gesagt und ich möchte Ihnen den Nobelpreis nicht vorenthalten, wenn Sie sagen, werden Sie über die Quantenphysik entsetzt sind. Eines der entscheidenden Experimente, was uns die Doppelnatur sozusagen offenbart, ist auch das berühmte Doppelspaltexperiment, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben. Zunächst einmal hat es durchgeführt der britische Physiker Thomas Young, das war noch vor der Entdeckung der Quantenphysik, indem er einfach durch das Doppelspaltexperiment die Wellennatur des Lichtes bewiesen hat. Und wie das funktioniert, werde ich Ihnen gleich erklären. Entscheidend ist aber, dass im 20. Jahrhundert dieses Doppelspaltexperiment nicht mit Licht, sondern auch mit Elektronen und später auch mit komplexeren Teilchen durchgeführt wurde. Und jetzt wird es wirklich allmählich spannend. Hier sehen Sie mal, was man erwarten würde, wenn man so ein Doppelspaltexperiment macht. Das ist nämlich nichts anderes,
Man hat hier eine Maske mit zwei Schlitzen drin und lässt durch diese zwei Spalte Teilchen fliegen. Und da erwartet man natürlich, dass genau hinter dem Schirm, dort wo die Spalte waren, sich da irgendwas abzeichnet. So wie dieser Zeitgenosse hier, der einfach das mit Tomaten durchführt, nicht? Und hinterher da zwei Streifen mit Tomatenketchup hat hinter den beiden Schlitzen. Wenn er aber das Experiment mit kleinen Teilchen, atomar kleinen Teilchen oder Molekülen durchgeführt hätte, dann würde etwas völlig anderes erhalten, nämlich so ein eigenartiges Streifenmuster aus hellen und dunkleren Streifen. Und was das ist ein sogenanntes Interferenzmuster von sich überlagernden Wellen. Und das ist also ganz verrückt. Man sollte normalerweise erwarten, ich lasse Teile durch zwei Spalte fliegen. Also habe ich auf dem Schirm auch hier bekomme ich zwei Balken sozusagen, wo diese Teilchen sozusagen auf den Schirm treffen. Ist aber nicht, sondern diese Teilchen verhalten sich plötzlich wie Wellen und überlagern sich. In der nächsten wird das hier vielleicht so ein bisschen deutlicher. Das ist also interferierende Wasserwellen, wenn ich hier so zwei, hier würden sich die Spalte jeweils befinden, haben und die lasse ich hier durchlaufen, dann findet hier eine Überlagerung dieser Wellen statt. Das dunkle Flächen sind die Wellentäler, helle Flächen die Wellenberge. Und man sieht, wie die Wellen interferieren. Das heißt also, wenn zwei Wellenberge zusammenkommen, gibt es Verstärkung. Wenn Wellenberg und Wellental zusammenkommen, gibt es Abschwächung bis Auslöschung. Nicht? Das kann man in der Natur auch sehr schön beobachten. Nicht einfach, indem man in einen Teich zwei Steine wirft, nicht? Und sieht, wie sich schön die einzelnen Wellen hier überlappen, nicht? Und hier in der Mitte miteinander interferieren. Es wurde also gezeigt, dass hier die Materie auch eine Wellenfunktion hat. Und man hat dieses Doppelspaltexperiment, das sind vor allem Versuche von Professor Zeilinger in Wien, der inzwischen auch mit sehr großen Molekülen das durchgeführt hat. Und wie ich gehört habe, ist er auch dabei, ganz verwegene Versuche zu machen, das Doppelspaltexperiment mit Viren durchzuführen. Und da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Wenn er nachweist, dass Viren auch Wellencharakter haben, kann man auch medizinisch weitreichende Rückschlüsse vielleicht darauf ziehen, was sich auch über die Ausbreitung von Krankheiten und Epidemien betrifft. Aber das ist jetzt reine Spekulation. Es ist noch nicht nachgewiesen, ob das Doppelspaltexperiment mit Viren tatsächlich auch funktioniert. Es kommt ja noch viel bizarrer. Das ist nicht nur dieser Welle-Korpuskel-Dualismus, den wir in der Quantenphysik haben, sondern vielmehr lehrt uns die Quantenphysik auch, dass zwei Teilchen, die einmal miteinander verbunden waren, auf unerklärliche Weise verbunden bleiben, selbst wenn sie über große räumliche Distanzen getrennt sind. Im Klartext ausgedrückt. Wenn ich ein Teilchen A habe und ein Teilchen B, die vorher zusammengehört haben, ich nehme die auseinander und ich führe am Teilchen A eine Veränderung durch, dann spürt das simultan und zwar mit der Geschwindigkeit unendlich, der Theorie nach, auch das Teilchen B. Und dabei ist es völlig egal, ob dieses Teilchen einen Meter, einen Kilometer oder Lichtjahre von uns entfernt ist. Und das ist das sogenannte Verschränkungsprinzip der Quantenphysik. Albert Einstein mochte diese Erkenntnis nicht und nannte sie spukhafte Fernwirkung. Und es war klar, dass diese Quantenphysik damit die Erkenntnisse der herkömmlichen Physik sprengte und damit auch das darauf aufbauende herrschende mechanisch-materialistische Weltbild. Was ich über die Verschränkung gesagt habe, das sind rein mathematisch-theoretische Abhandlungen zunächst noch gewesen, aufgestellt von Albert Einstein und Podolsky und Rosen, deswegen auch als EPR-Phänomen genannt. Vielfach liest man auch die sogenannte Einstein-Rosen-Brücke, um hier bestimmte Effekte zu erklären. Jetzt war in Genf am CERN, hat der Professor Niklas Giesin, der hat übrigens nichts mit dem Teilchenbeschleuniger zu tun, zum Glück tun sie am CERN auch noch andere Forschung, der konnte 2008 erstmals experimentell nachweisen, dass der Informationsaustausch zwischen verschränkten Teilchen mit unendlich hoher Geschwindigkeit stattfindet, so wie es vorhergesagt worden ist. Jetzt muss ich sagen, mit unendlich hoher Geschwindigkeit ist ein bisschen reininterpretiert. Niemand kann die Unendlichkeit messen. Aber die
Systeme, die waren so toll aufgebaut, dass er nachweisen konnte, als untere Schranke, dass der Informationsaustausch, und jetzt halten Sie bitte die Ohren offen, mit mindestens 100.000-facher Lichtgeschwindigkeit stattfindet. Mit mindestens. Das war aber die Grenze des technisch Machbaren. Und im Klartext heißt das, dass die Geschwindigkeit wirklich unendlich hoch ist. Das heißt, sie erfolgt simultan. Bahnt sich hiermit eine wissenschaftliche Revolution an. Da hat der Herr Giesin, Professor Giesin, Folgendes gesagt: Es geschieht da etwas wirklich Befremdliches, etwas außerhalb der Raumzeit. Ich bin davon überzeugt, dass wir an der Schwelle einer neuen Epoche stehen, einer Revolution des Konzeptes von Natur und Welt. Das war 2008. Zum Schluss sehen Sie ein Bild, wie gesagt, ich hoffe, dass Sie das umhauen wird. Das ist erst ein paar Monate alt. Zum Thema Verschränkung. Wenn zwei Teilchen miteinander zusammengehörten, bleiben sie zusammen, Informationsaustausch. Und man geht davon aus, dass große Teile des Universums miteinander verschränkt sind. Denn was ursprünglich mal die Einheit war, das ist hier, hat hier stattgefunden vor 13,7 Milliarden Jahren im sogenannten Urknall. Und wir sehen hier eine extrem logarithmische Skala. Oben geht es also um Millisekunden. Und oben sind wir beim Jetzt-Zustand. Gut, das ist, hier stehen 15.000 Milliarden Jahre, also 13,7 Milliarden ist eigentlich korrekt. Und sehen wir hier, wie aus Elementarteilchen, Atomen und später Molekülen schließlich hier die Evolution des Kosmos zum Menschen hinführte. Professor Lothar Schäfer von der Universität Arkansas in Fayetteville hat gesagt, in Experimenten hat sich erwiesen, dass zwei Teilchen, die irgendwann miteinander Wechselwirkung und sich dann voneinander wegbewegen, miteinander verbunden bleiben können und sich wie ein einziges Ding verhalten, ganz gleich, wie weit sie voneinander entfernt sind. Das habe ich gerade im Prinzip schon gesagt. Aber jetzt weiterhin, wenn die Wirklichkeit nicht lokal ist, dann ist die Natur des Universums die einer unteilbaren Ganzheit. Das ist unser menschliches Gehirn. Und natürlich, wir können als kompakte Wesen nicht uns wie eine Welle verhalten. Das Doppelspaltexperiment, wenn das mit uns durchführen würde, das hätte natürlich den Tod zur Folge, ist klar. Aber wir dürfen jetzt eins nicht vergessen. Wie ist der menschliche Körper ausgebaut? Aus Organen, aus Zellen und so weiter. Und auf der untersten Ebene, beispielsweise der Informationsaustausch im Gehirn, da findet wieder auf molekular bis atomar kleinsten Raum statt. Das heißt also Dimensionen, wo wiederum Quanteneffekte wirksam sind. Und die Hardware unseres Gehirns besteht aus rund 100 Milliarden Nervenzellen. Das entspricht in etwa der Anzahl der Sterne in unserer Milchstraße. Und wenn wir die Anzahl der theoretisch möglichen Verbindungen zwischen diesen Zellen berechnen, wäre das Ergebnis ganz und gar vorstellbar, denn es gibt mehr mögliche Verbindungen zwischen all diesen Zellen als Atome im gesamten Universum. Da sehen wir also, wie das Gehirn aufgebaut ist und wie sich das Ganze irgendwo doch inzwischen zu einem relativ einheitlichen Weltbild auch zusammentut. Ich zitiere einen weiteren amerikanischen Forscher, Professor Manousakis von der Florida State University. Der hat gesagt, ich bin davon überzeugt, dass die Quantenphysik die Universalsprache des Universums ist. Seit dem Urknall sind große Bereiche des Universums miteinander verschränkt und es findet ein steter Informationsaustausch statt. Auf diese Weise ist jedes Individuum ein Teil eines großen Ganzen, da auch die komplexen Vorgänge des Bewusstseins den Regeln der Quantenphysik unterliegen. Was bewirkt dieses große Ganze? Es gibt nachweislich zahlreiche Phänomene, seltsame Zufälle, Intuition, Fernwahrnehmung, Telepathie und so weiter, die sich mit einer ausschließlich auf die Materie gestützte Theorie nie und nimmer erklären lassen. Kennt jemand diesen Herrn hier? Es ist Professor C.G. Jung. C.G. Jung hat sich mit dem Phänomen des Zufalls befasst und er bezeichnete relativ zeitnah aufeinanderfolgende Ereignisse, die nicht über eine Kausalbeziehung verknüpft sind, vom Beobachter jedoch als sinnhaft verbunden erlebt werden, als Synchronizität. Das heißt, er hat zwischen trivialen Zufällen unterschieden, die sich natürlich immer wieder abspielen, nicht?
Nicht? Und man trifft den Nachbarn zum Beispiel am Strand von Rimini. Nicht? Ach, was will der denn hier? Nicht? Aber, und dagegen gibt es auch sinnbehaftete Zufälle. Nicht? Und die eben von Jung auch als etwas besonders bezeichnet sind. Es gibt darüber auch einen sehr aus den 60er Jahren sehr intensiven Briefverkehr, den er auch mit dem Quantenphysiker Wolfgang Pauli geführt hat. Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Aber jetzt gebe ich Ihnen mal drei Beispiele. Und zwar stammt das von C.G. Jung selber. Sie werden gleich sehen, warum ich hier diesen Käfer hier habe. In seinen gesammelten Werken berichtet er über folgendes Ergebnis. Eine junge Patientin hatte in einem entscheidenden Moment ihrer Behandlung einen Traum, in welchem sie einen goldenen Skarabäus zum Geschenk erhielt. Ich saß, während sie mir den Traum erzählte, mit dem Rücken gegen das geschlossene Fenster. Plötzlich hörte ich hinter mir ein Geräusch, wie wenn etwas leise an das Fenster klopfte. Ich drehte mich um und sah, dass ein fliegendes Insekt von außen gegen das Fenster stieß. Ich öffnete das Fenster und fing das Tier im Fluge. Es war die nächste Analogie zu einem goldenen Skarabäus, welche unsere beiden aufzubringen vermochten, nämlich ein Blatthornkäfer, der gemeine Rosenkäfer, der sich offenbar veranlasst fühlte, entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten in ein dunkles Zimmer gerade in diesem Moment einzudringen. Ich komme mit einem anderen Beispiel, die stammen auch aus meinem Buch Die geheime Physik des Zufalls, auf das ich ganz zum Schluss eingehen werde. Die Kulisse werden Sie wahrscheinlich erkennen. Das hängt damit zusammen, nach Abschluss meines Studiums war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter der Max-Planck-Gesellschaft und in unserem Team arbeitete ein netter junger Kollege aus den USA, ich nenne jetzt nur seinen Vornamen, der hieß James. Und wir Freunde, meine Frau und ich freundeten uns mit ihm an und wir trafen uns auch ein paar Mal. Und dann vertraute er uns einmal folgende Geschichte an. Dazu folgendes wörtliche Zitat. Ich habe nicht nur in den USA, sondern auch in London einige Semester Chemie studiert. Deswegen London, ne? Als ich nach England kam, war im Studentenheim kein Platz mehr frei, also trug ich mich in eine Warteliste ein. Kurze Zeit später erhielt ich die freudige Nachricht, dass plötzlich ein Zimmer frei geworden war. Kurz nachdem ich es bezogen hatte, wachte ich eines Nachts auf und bemerkte im Halbdunkeln einen jungen Mann mit schwarzem, lockigem Haar. Ich erschrak furchtbar und sagte dem vermeintlichen Nachbarn, dass er sich wohl im Zimmer geirrt habe. Doch dieser reagierte überhaupt nicht, vielmehr blickte er mich nur tieftraurig an. Als ich das Licht anschaltete, war die Erscheinung verschwunden. Da ich mir hundertprozentig sicher war, dass es kein Traum war, berichtete ich der Heimleiterin am nächsten Morgen von der seltsamen Begegnung. Ich beschrieb ihr genau, wie der junge Mann aussah. Urplötzlich wurde sie blass. Die Heimleiterin suchte im Archiv und hielt mir ein Foto entgegen. Ich erkannte sofort den jungen Mann wieder, der mich am Abend zuvor in meinem Zimmer besucht hatte. Als ich sie fragte, um wen es sich handele, erwiderte sie mit bebender Stimme, dass es mein Vormieter gewesen sei. Dann fügte sie hinzu, dass mein Zimmer frei geworden sei, weil sich dieser kurz zuvor das Leben genommen habe. Ich komme jetzt zum dritten Beispiel. Einen der spektakulärsten und zugleich auch besten belegten Fälle einer Fernwahrnehmung finden wir bei einem Bericht des schwedischen Naturwissenschaftlers und Theologen Emanuel von Schwedenborg. Professor Dr. Hans Schwarz, der ist inzwischen emeritierter Ordinarius für evangelische Theologie an der Universität Regensburg, der hat hierzu die zeitgenössischen Quellen studiert und in seinem Buch »Wir werden weiterleben« hat er zusammengefasst, was der aus Stockholm stammende Schwedenborg einmal erlebt hat. An einem Juliabend im Jahre 1759 war Schwedenborg in Göteborg zum Essen eingeladen worden. Eine Stadt, die ungefähr 450 Kilometer südwestlich von Stockholm liegt. Plötzlich wurde Schwedenborg bleich und ziemlich beunruhigt. Er ging in den Garten hinaus und kehrte mit der Nachricht zurück,
dass in Stockholm ein großes Feuer nicht weit von seinem eigenen Haus ausgebrochen sei. Er behauptete, dass das Feuer schnell um sich greife und sorgte sich um einige seiner Manuskripte. Schließlich beruhigte er sich und seufzte erleichtert: Gott sei Dank, das Feuer ist bei der dritten Tür vor meinem Haus erloschen. Da einige der Anwesenden Häuser oder Freunde in Stockholm hatten, waren sie natürlich ebenso beunruhigt. Einer von ihnen erzählte dem Gouverneur noch in der gleichen Nacht von dem Vorfall. Am nächsten Tag berichtete Schwedenburg dem Gouverneur Einzelheiten über das Feuer. Die Nachricht von dem angeblichen Unglück verbreitete sich schnell in der Stadt. Doch es dauerte bis zum nächsten Tag, bis ein Bote aus Stockholm kam, der die Geschichte in allen Einzelheiten bestätigte. Wir kommen jetzt zum Jahrhundertirrtum, denn die materialistische Weltanschauung prägt bis heute das Denken vieler Menschen. Selbst das Denken und die Emotionen werden als Begleiterscheinungen von elektrochemischen Prozessen im Körper interpretiert. Auch die Biologen gingen lange Zeit davon aus, dass die Erbsubstanz DNA nichts anderes als ein Riesenmolekül ist. Doch die Wissenschaft bietet dem Materialismus erstmals Paroli. Dogmatismus, adieu. Jeder hat seine eigene Sicht, aber nicht jeder sieht etwas. Ich meine, es ist, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, dass unsere seelische Gesundheit auch einen maßgeblichen Einfluss auf unseren körperlichen Zustand hat, auf Krankheiten. Unzählige, auch von der Schulmedizin anerkannte Studien belegen, dass Heilung schneller vonstatten geht, überhaupt erst möglich wird, wenn es gelingt, in dem Patienten die Gedanken von Freude und Zuversicht zu erzeugen, um auch den Genesungswillen zu unterstützen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, gut, das ist so ein Placebo-Effekt, aber jetzt kommt ein ganz sensationelles Experiment und das ist erst vor kurzem gemacht worden, so letztes Jahr, glaube ich. Das ist vom Institute of Hearthmath in Boulder Creek in Kalifornien. Dieses Institut macht Stress, unter anderem Stressforschung am Herzen. Und jetzt haben sie ein Experiment gehabt, da wurde menschliche DNA aus der Plazenta in einen speziellen Behälter gebracht. In diesem Behälter konnte man mit entsprechenden Equipment Veränderungen der DNA messen. Dann wurden genaue Notizen darüber gemacht und verteilte die DNA auf 28 Gläser. Und insgesamt 28 Forscher bekamen jeweils ein Glas. Jeder dieser Forscher war darauf trainiert, starke Gefühle zu erzeugen. Außerordentlich positive, aber auch heftige, negative Emotionen gehörten dazu. Und die von ihnen auf Abruf auch empfunden und abgegeben wurden. Und die Forscher versuchten, ihre Gefühle auf ihr Glas mit DNA zu übertragen, indem sie sich darauf konzentrierten. Und jetzt passiert etwas ganz Unerwartetes, vielleicht für sie auch eher Erwartetes oder Erhofftes. Nämlich empfand der Forscher Wut, Aggression, Angst, Verzweiflung, Frust oder Stress, dann zogen sich die DNA-Stränge zusammen. Sie verkürzten sich also und schalteten einen Teil ihres Codes ab. Fühlten die Forscher Liebe, Dankbarkeit, Freude, Zuversicht und Anerkennung, antworteten die DNAs, indem sie sich entspannten, sich länger streckten und ihre Codes wieder einschalteten. Das stand nicht am 1. April irgendwo drin. Das stand nicht am 1. April drin, sage ich denn, nicht am 1. April. Nicht, dass Sie was Falsches denken. Und ganz verblüffend ist das Ergebnis eines dieser Experimente, in dem man die DNA von einer Person an unterschiedliche Orte bis hin zu einer Entfernung von 80 Kilometer gebracht hat und das dann gemessen wurde. Und nur ganz, also eine der DNA-Portionen auch stimuliert wurde. Und hier stellte sich heraus, dass es ganz egal war, ob die DNA näher oder weiter entfernt war. Sie reagierten zeitgleich auf die gleiche Art und Weise. Biomoleküle, aktive Zellen und lebende Wesen können offenbar durch eine zuvor nicht bekannte Form von Energie kommunizieren. Diese Energie ist universell vorhanden und wird ganz offensichtlich durch Entfernung und Zeit nicht beeinträchtigt. Mit anderen Worten, wir als Individuen sind keine Zaungäste, sondern wir sind aktive Mitglieder in einem partizipatorischen Universum, in dem alles mit allem kommuniziert.
Phänomene wie seltsame Zufälle, Fernwirkungen, Vorausahnungen, Wirkung homöopathischer Dosierungen, Geistheilung, Schwarmintelligenz und vieles andere mehr erscheinen vor diesem Hintergrund in einem völlig neuen Licht. Wir bleiben bei neuen Forschungsergebnissen, jetzt aus diesem Jahr eins. Was Sie hier sehen, ist im Infrarotlicht aufgenommen der berühmte Pferdekopfnebel im Sternbild Orion. Es ist hat einen Durchmesser von mehreren Lichtjahren und es sind sogenannte Molekülwolken im All. Und was man dort spektroskopisch nachweisen kann, ist, dass sich in diesen Wolken organische Moleküle befinden, die Vorläufer des Lebens sind, Vorstufen des Lebens. Das einzige Problem ist, man hat versucht, unter den Bedingungen des Weltraums in irdischen Labors diese Versuche nachzuvollziehen. Und das Ganze funktioniert nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil es vor Ort viel zu kalt ist. Dort liegen die Temperaturen unter minus 200 Grad. Und da kann man keine chemischen Reaktionen mehr machen, weil dazu die Aktivierungsenergie fehlt. Denn man braucht entweder Wärme, man braucht in der Regel Wärme und, oder Licht oder irgendwelche Bestrahlungen, um diese Reaktion zu erzeugen. Aber dort ist es viel zu kalt, also auch mit Bestrahlung hat das nichts genutzt. Und jetzt kommt die neueste Erkenntnis, dies ist erst aus diesem Jahr. Im Universum gibt es fernab von Energiequellen organische Verbindungen, die es nach der klassischen Chemie gar nicht geben dürfte. Hierfür verantwortlich ist die Quantenphysik. Mithilfe sogenannter Tunneleffekte stellt sie die buchstäbliche Lehrmeinung auf den Kopf. Das stimmt nicht von mir, sondern von Dwayne Hurd von der Universität Leeds in Großbritannien. Wie kann man sich das vorstellen, Tunneleffekte? Diese Tunneleffekte sehen so aus. Wie gesagt, wenn es zu kalt ist, kriegt man keine chemischen Reaktionen hin. Da können zwei Atome nicht miteinander reagieren. Man muss sich das so vorstellen, da ist auf der Alpen-Südseite ein Teilchen, eins befindet sich in Oberbayern. Damit die aneinander eine Verbindung eingehen können, müssen sie eine Energiebarriere überwinden, wie die Alpen. Und das können die aber nicht, weil es da viel zu kalt ist. Da kommen die von ihrer Position nicht weg. Und was macht die Quantenphysik? Die fräst einen Eurotunnel, Garmisch-Bozen, und die Teilchen kommen durch. Das ist das sogenannte Tunneln. Das heißt, was ich hier sinnbildlich an Formen der Alpen dargestellt habe, ist in Wirklichkeit ein sogenanntes Energiepotenzial, durch das die Teilchen hindurchtunneln können mithilfe der Quantenphysik. Natürlich hat diese Entdeckung auch wieder weitreichende Konsequenzen. Man hört und seine Kollegen postulieren, dass der von ihnen entdeckte Tunnelmechanismus im interstellaren Raum weit verbreitet ist und auch bei Reaktionen von anderen organischen Molekülen eine Rolle spielen könnte. Bestätigt sich das, könnten die chemischen Umwandlungen in den kalten Gefilden des Alls vielfältiger sein als bisher gedacht. Fazit: Offenbar ist das gesamte Universum auf Leben programmiert. Wir kommen nochmal Professor Schäfer aus Arkansas zu Wort, der gesagt hat, das Universum ist keine lose Sammlung von zusammengewürfelten und zerstückelten Schutt, sondern ein Netzwerk. Das Universum ist eine Ganzheit. Doch welche Software steuert letztendlich dieses Netzwerk? Offenbar wurde zum Zeitpunkt des Urknalls eine gewaltige Informationslawine freigesetzt, die zur Ausgestaltung des heutigen Universums geführt hat. Man kann sich das so ein bisschen vergleichen mit den Informationen, die in einer Ei- oder Samenzelle vorhanden ist und ein späteres Leben entscheidend beeinflussen. Nur ist hier die Informationsmenge, die hier einen winzigen Raumpunkt des Universums gesteckt hat, ist schier unglaublich. David Bohm, US-amerikanischer Quantenphysiker und Philosoph, hat bereits vor 20 oder 30 Jahren gesagt, David Bohm ist inzwischen auch verstorben, ein Quantenpotenzial durchdringt den gesamten Weltraum und verbindet die Quantensysteme miteinander. Und ein Quantenphysiker der heutigen Zeit, nämlich der Professor Zeiling in Wien, das war der, wo ich vorhin erwähnt habe, dass der diese Doppelspaltexperimente auch mit Viren durchführen will, ne? Hat gesagt, Information ist der Urstoff des Universums. Was heißt das? Wissenschaftlich, am Anfang war die Information, theologisch, am Anfang war das Wort. Und jetzt, halten Sie sich bitte fest, das ist jetzt ganz neu. Das sind zwei Bilder. Das linke
bezeichnet, Moment, da habe ich hier auch was, da muss ich noch Zusatzinformationen gleich. Schauen Sie sich mal in Ruhe an. Hier sehen Sie auf der linken Seite die Struktur der, aus dem Gehirn einer Maus entnommen, wie die einzelnen Neuronen miteinander vernetzt sind. Der Durchmesser hier des gesamten Bildes beträgt einige Mikrometer, ist also eine mikroskopische Aufnahme. Und jetzt kommt, das rechte Bild zeigt eine Computersimulation, und zwar von einem Großteil des uns heute bekannten Universums. Und das ist erst wenige Monate alt. Das ist keine Aufnahme oder so, wie man sie hinkriegt, sondern im Computer ist zusammengeführt worden, wie die Materie im Weltall verteilt ist. Und hier die Dimension von oben nach unten, dieses Bild hat einen Radiusdurchmesser von 2 Milliarden Lichtjahren. Und man sieht hier im Innern, sind hier Galaxien verteilt. Man sieht hier, kann hier Materieströme erkennen und dunkle Materie in den dazwischenliegenden Räumen. Und schauen Sie mal an, in welcher verblüffenden Art und Weise sich diese Bilder ähneln. Glauben Sie, dass es reiner Zufall ist? Meine Damen und Herren, ich glaube, wir stehen am Rande einer unheimlichen Entdeckung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.